überwinde ich meine Passivität? Das ist eine interessante Frage. Denn wenn wir passiv sind, wollen wir ganz einfach nichts machen. Interessanterweise, und das wird Sie vielleicht ermutigen, hatte auch mein Mann Dave am Anfang unserer Ehe viel mit Passivität zu kämpfen. Und es fiel ihm sehr schwer, das loszuwerden. Aber er hat es eindeutig überwunden. Das hat er. Wenn man passiv ist, ist man über einen langen Zeitraum hinweg inaktiv oder trifft keine Entscheidungen. Und das geht so weit, dass der Feind, und damit meine ich den Teufel, es schafft, unseren Willen zu unterdrücken. Man will einfach nicht. Man will ganz einfach gar nichts mehr machen. Und alles an einem ist passiv geworden. Das Erste, das Dave sich angewöhnen musste, war das, was ich die Gottesgewohnheit nenne. Er fing an, morgens vor der Arbeit sehr früh aufzustehen, um Zeit mit Gott zu verbringen. Und ja, er schlief dabei ein, es fiel ihm schwer, und er musste dabei aufstehen und herumlaufen. Manchmal müssen wir den guten Kampf kämpfen. Nirgends steht, dass es immer einfach ist. Ich bin sowieso eine Kämpfernatur und deswegen fällt es mir nicht so schwer. Aber ein passiver Mensch liegt lieber am Teich herum, wie der verkrüppelte Mann in Johannes 5, der 38 Jahre lang darauf wartete, dass ein Wunder vorbeischwimmt, statt aufzustehen und das zu tun, was er eigentlich tun sollte. Man fängt also damit an, dass man Zeit mit Gott verbringt, betet und Gott um Hilfe bittet. Und dann geht man ganz kleine Schritte, ganz egal, wie Sie sich fühlen, stehen Sie auf und tun Sie das, was Sie tun sollten. Es fühlt sich anfangs vielleicht an, als würde man sich durch Treibsand kämpfen, aber denken Sie daran, dass es jeden Tag leichter wird.